Moin Sinus und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman World of Assassination Freelancer-Kampagne. Heute das Finale des ersten Abschnitts, wieder mal. Und wir malen hier einfach mal alles an. Genau, so sieht es nämlich aus, einfach mal alles anmalen, wenn man gar nicht mehr weiter weiß. So, einen Pilz haben wir schon mal. Es geht nach Dubai, wenn ich mich richtig erinnere. Dann nehmen wir auch diesen Nagel mit. Den können wir bestimmt ganz gut gebrauchen. Ich schaue mal, ob es eine Münze gibt. Da müssen wir natürlich noch die Mission auswählen. Heute keine Münze. Ich weiß nicht, die ist ja in so einem Vogelnest, ne? Mutmaßlich ein Elsternest, man weiß es nicht. Und ich weiß nicht, wo das sonst noch rumstehen kann. So, wir machen hinter uns natürlich wieder zu. Der Fitnessraum ist zu, hier wollte ich auch hin. Nur um festzustellen, dass ich da komplett falsch bin. Oh, warte mal, kann ich hier wieder zumachen? Seit wann geht denn das? Oh, das geht, man kann da wieder zumachen. Das ist sehr cool. Kann man hier innen auch drauf drücken? Ja. Das haben die irgendwann nachgepatcht. Das ging nicht von Anfang an. So, dann schauen wir mal. Dubai. Warte mal, gibt es hier drüben irgendwie ein Bad, wo ich eine Zeitung mitnehmen kann? Ja, ne? Hier. So, die borge ich mir. Damit kann man Leute verhauen. Und dann gucken wir mal, was in Dubai so abgeht. Ein Kurier, 4 Ziele. Wachen eliminieren mit einem Sturmgewehr, mit einer Schrotflinte, Wachen vergiften. Lautloser Killer, keine Feuerwaffen. Dann gucken wir mal. I've provided you with new intel. Übergabe treffen. Leseratte dehydriert. Dehydriert ist immer super für ein Gift. Brille, Halskette, Ohrringe, rotes Haar. Brille, Halskette, Ohrringe und rotes Haar. Ah, gut, 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 gut. Schauen wir mal. Safe journey, 47. Dankeschön. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das wieder vergurke. Dubai, ne, das kann einfach sein, kann auch schwierig sein. Kann man Pech haben. Welcome to the Scepter, Dubai. This is the last stand. We now know the leader's location. However, you will need to do some recon to make sure you get the right target. On the other hand, we do know this. They are here for an exchange. We also know that they have red hair. They are wearing earrings. They are wearing a necklace and glasses. We also know that the target enjoys reading and they suffer from dehydration. Use these traits to your advantage. Be careful, 47. And most of all, good luck. Ja, ich glaube, ich hätte hier gerne so eine Kellneruniform oder sowas. So, wir gucken mal. Also hier im Hauptdings ist schon mal jemand und der Rest oben an der Privatbar und an der Black Gold Bar. Da überlege ich gerade, wie kommen wir denn da? Im Konferenzraum wäre das Dings. Okay, gut, dann stiefel ich hier erstmal hoch, ne? Wir beobachten so ein bisschen. Wir versuchen die zu markieren irgendwie. Ich wollte nochmal rausfinden, wie ich hier den Zoom eigentlich benutze. Zoom. Ich habe keine Ahnung, wie man zoomt. X. Oh, ich kann mit X den Vierfachzoom einschalten. Okay, gut. Gut zu wissen. Small loan for my father. I serve under construction empire that is worthy.
Ohrringe. Ja, nein. Warte mal, was? Ohrringe war doch ein. Kette, Ohrringe, genau. Ohrring ja, Kette ja. Ist hier was? Aber Essen ist kein Ding, ne? Dehydriert ist ein Ding. Deswegen würde ich ihm vielleicht erstmal. Was ist denn der richtige Knopf? Jetzt nicht verdächtig markieren. Denn dehydriert und Leseratte, ne? Und er war, glaube ich, gerade hungrig. Aber wir beobachten ihn einfach mal noch ein bisschen, weil er halt sehr leicht zugänglich ist. So, trägst du einen Ohrring oder nicht? Ah, hier, das ist gar kein Ohrring auf der Seite. Hier ist ein Ohrring. Ja, aber der hat andere Ticks, ne? Ich glaube, die haben keine anderen Ticks, wenn es wirklich die Jungs und Mädels hier sind. So, und der Rest ist nämlich da oben in dieser Bar. Ja, da kommen wir auch relativ leicht hin. Also ich glaube, ich würde ihn erstmal ausschließen. Sind die anderen noch in der Bar da oben irgendwo? Ja. Trinkt er was? Ist er dehydriert? Steht er da nur und quatscht? Also ich würde wirklich denken, er ist es nicht. Ich schließe ihn mal aus. So, dann gehen wir mal hoch. Schauen uns mal da in der Bar um. Hi. Killer in der Nähe. Oh, you're here. How wonderful. You know, I didn't think you'd come after your tragic loss. Du hast kein rotes Haar. Marcus Stuyvesant was a god to us. Darf ich da rein? Hey, you. Where do you think you're going? Nee. Definitely not through here. So, sie liest. Lesen ist ein Ding. Hat sie einen Ohrring? Das sieht aus wie ein Ohrring. Na, warte mal, Brille ist aber, ne? Du trägst keine Brille. Oh, don't worry about that. My art speaks for itself. Well, I have to go. I'll call you when I get back. Ja, das sieht nicht aus wie eine Brille. Lucy, you are needed. Dann bleibt ja nur noch eine übrig. Körper wurde gefunden. Ey, damit habe ich nichts zu tun. Hä? Jetzt wurde mir der lautlose Killer hier wegen irgendeinem Bug zunichte gemacht, oder was? Das kann ja nicht sein. Wie, was, wann, wo? Okay, Übergabetreffen stimmt. Okay, also das Spiel hat mir da einfach richtig in die Suppe geschissen gerade. So, wir müssen noch bestätigen, dass sie durstig ist. Hi. Und gerne liest.
Das konnte ich bisher noch nicht bestätigen. Okay, durstig, ja. Na, ist es ein Glas, das ich vergiften könnte, theoretisch? Ja. Das wäre also machbar. So, er geht sich das mal anschauen. Räumen wir einfach beide aus dem Weg. So, was mit ihm? Geht er hier auch irgendwo rein oder eher nicht? Hatte keiner von denen eine Schlüsselkarte dabei? So, der Typ, der hier gerade reinkam, der würde mich halt noch interessieren tatsächlich. Doch, da, eine Schlüsselkarte. So, dann wird es ja bald einen bedauerlichen Unfall geben, befürchte ich. Da müssen wir jetzt nur noch ein bisschen abwarten. Bis sie wieder Durst bekommt. Und dann können wir ihr unauffällig folgen. Ja, das mit der Wache da, die da irgendwie ins Nichts gespawnt ist und dann lag die Pistole direkt unter mir. Finde ich ganz schön frech vom Spiel. Oh, ein Killer ist in der Nähe. Warum tut er das? Oh, da bekommt sie schon direkt Durst. Das ist ja günstig. Das ist, glaube ich, der Typ von der Toilette. Oh, obwohl. Tu das. Ich glaube, sie wird nicht mal verfolgt, ne? Nein, das war falsch. Scheiße. Congratulations, 47. The leader is eliminated. Das war die falsche Taste, so ein Kack. Return to the safe house. Collect yourself. I'll be in touch. Was habe ich denn damit zu tun? Nichts. Oh shit, ich muss weg. Ich muss weg. Da kam der Typ wirklich wieder, ne? Ich hätte ihn wirklich ausschalten sollen. Wo ist denn eigentlich mein Waffenhändler? Ach, der ist auch ganz woanders. Ja, dann, egal. Ich hau hier ab. Es war so klar, dass er in dem Moment natürlich da reinkommt.
Und ich da noch direkt neben ihr stehe quasi. Also ich meine, ich wollte ja raus, ne? Well done, 47. This will make anyone think twice before turning to a life of crime. Aber typisch wieder. Ich mache die Tür auf, er steht direkt da, sieht mich neben der Leiche und denkt sich so, hups. Problem war halt, ich habe den falschen Knopf gedrückt, habe sie nicht ertränkt. Ansonsten wäre es, glaube ich, unauffällig gewesen. Dann wäre es nämlich ein Unfall gewesen und dann hätte sich niemand was dabei gedacht. Aber da es mit dem lautlosen Killer sowieso schon gelaufen war durch den Bug, was soll ich machen? Da ist dann auch wurscht. So, was bekommt's denn? Ein paar Mercies bekommen wir, ja, toll. Ein neues Boot bekommen wir. Noch ein neues Boot. Und das war's? Mehr nicht? Ich dachte, der Fitnessraum wäre jetzt vielleicht freigeschaltet. Aber muss er auch nicht. Well done, 47. The syndicate has been eliminated. However, I have intel that there are more connected. Finish the job. Take them all down and you will be well rewarded. Get back to me when you're ready. So, was bekommen wir denn hier? Ein Polizeischlagstock. Geil. Na gut. Das war halt nicht so nützlich. Wo gehört denn der Polizeischlagstock hin? Ach, hier drüben. Hatte ich den nicht schon eigentlich? Nee, das war hier immer leer. Aber jetzt habe ich ihn. So, und der Fitnessraum hier. Warte mal, der Fitnessraum war oben, ne? Ey, ey, ey. Der war oben bei der anderen Toilette. Den will ich mir nochmal anschauen. Stufe 22. Ja gut, dann ist ja egal. Also wir können uns die Boote noch anschauen. Da müssen wir nicht immer mit dem ollen kleinen Schlauchboot hier losfahren. Aber ich habe 10.000 Mercies bekommen, glaube ich. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also hier das Boot, da hätte ich ein schönes Angelboot eigentlich gerne. So ein richtig schwarzes Schnellboot hier oder halt so ein gemütliches. Oder gar keins, wie wär's mit gar keins? Ne, wir nehmen das Schnellboot. Ja, das sieht doch ordentlich aus. Damit können wir dann auch mal loslegen. Warum bin ich nur hier? Man weiß es nicht. Natürlich, um mit dem Boot anzugeben. Ich kann nicht so weit weg, ne? Das Level ist hier direkt zu Ende. Aber wir machen das einfach so. Das wird der Screenshot hier, bla blups, fertig. Und dann, ja, sind wir für heute auch tatsächlich fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir vielleicht hier noch ein bisschen die Aussicht genießen. Oder einen neuen Kampagnenabschnitt anfangen. Macht's gut und bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.